Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Heute klären wir, wer die Zeche vom Dieselfahrverbot zahlen muss und ob es wirklich gut ist für die Elektromobilität, dass diese Fahrverbote ausgesprochen werden. Ich zeige euch ein Wohnviertel, in dem 700 Ladestationen für Elektroautos demnächst. Und wir schauen uns die ersten Bilder vom Mercedes EQC an. Auf geht's zu den E-Auto-News. In den Kommentaren unter dem Video, dass die Chinesen Daimler jetzt auf Elektromobilität trimmen, kam die Frage auf, wie groß denn der Einfluss überhaupt ist. Und da fand ich ganz interessant den Artikel hier von electrif.net mit den Hintergründen. Denn das Spannende ist, dass die Verantwortlichen bei Daimler von der Höhe der Beteiligung überrascht worden sind. Das heißt, sie haben gedacht, dass es eher so im Bereich von 3 bis 5% sein wird und jetzt sind es ja fast 10. Was kann jemand, der jetzt hier 9,7% des Aktienpakets kauft, in einem Unternehmen verändern? Ganz einfach. Der Chef von Geely fordert zum Beispiel den Platz im Aufsichtsrat, also ein Posten in dem Entscheidungsgremium einer Aktiengesellschaft. Und dort kann man natürlich dann mit dieser einen Stimme, die man hat, schon sehr viel mehr erreichen als jetzt der Aktionär, der, was ich jetzt auf der Aktionärsversammlung dann eine Rede schwingt oder sein Votum abgibt. Und dieser Einstieg von Geely hat ja also auch auf andere Firmen Auswirkungen, zum Beispiel auf Volvo, denn Geely ist ja unter anderem auch Großinvestor bei Volvo und dementsprechend hängt hier viel mehr zusammen, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Also wenn euch diese Spielereien, dieses Geplänkel, diese strategischen Sachen in Unternehmen interessieren, dann lest euch diesen Artikel durch. Wie immer findet ihr unter dem Video die Hinweise für die jeweiligen Links und natürlich auch in der Beschreibungsbox weitere Informationen. Es kann auch wieder sein, da wir heute sehr viele haben, dass ich ja, News aussortieren muss, um eben halt auf diesen 20 Minuten, die ich mir auferlegt habe, zu bleiben, damit die Nachrichten für euch kompakt und übersichtlich sind und ihr sie euch jeden Tag anschauen könnt. Denn wenn ich jetzt jeden Tag hier 1, 2 Stunden reden würde, wäre das ja viel zu lang. Also guckt immer in die Beschreibungsbox vom Video. Häufig sind da auch Nachrichten, die ich interessant fand, aber einfach nicht mehr senden konnte, weil die Zeit nicht gereicht hat. Bleiben wir bei Daimler. Daimler baut die Produktion in China aus, und zwar mit BAIC. Und zwar werden hier 1,5 Milliarden Euro umgerechnet investiert in eine Produktionsstätte in der chinesischen Hauptstadt. Und das ist natürlich eine sehr interessante Information. Genauso wie alle anderen weiß Daimler natürlich, dass die Musik in Asien spielt. Die größten Gewinne fahren dort die Automobilhersteller ein und dementsprechend muss man natürlich da präsent sein. Und so ist das ganz interessant mit den verschiedenen Verzahnungen jetzt auch über die Beteiligung von Geely. Erste Bilder vom Mercedes EQC. Das ist ja so ein elektrisches Crossover. Es sieht so aus, als ob er Anfang 2019 dann auch ausgeliefert werden soll. In dem Artikel hier von Inside EVs gibt es einige Fotos und natürlich auch ein paar Informationen. Ich finde es spannend, wie viele Elektroautos jetzt kommen und die werden ja auch dringend erwartet. Interessant ist natürlich die Frage, in welcher Stückzahl, zu welchem Preis, welche Leistungsdaten genau, denn wir wissen alle, die Reichweite ist nicht alles, sondern es ist natürlich auch interessant, die Ladegeschwindigkeit, sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom. Also wenn euch das interessiert mit dem neuen Mercedes IQ, schaut euch die Bilder mal an. Dazu gibt es dann auch noch weiterführende Informationen. Sehr spannend fand ich diesen kurzen Satz hier vom Baureihenleiter August Achleitner zum Thema Porsche 911. Er sagte, vor 2 Jahren noch hätte ich gesagt, wenn man ihn gefragt hätte, ob er sich vorstellen kann, dass der 911er elektrifiziert wird. Auf keinen Fall, hätte er gesagt. Heute würde ich das nicht mehr kategorisch ausschließen. Also das heißt,
Porsche denkt selbst bei seiner Ikone 911 über eine elektrifizierte Variante nach. Finde ich sehr interessant, denn hier zeigt sich ganz deutlich, dass auch Porsche mit der Zeit gehen muss. Und wir werden auch noch später in den News feststellen, was da der wirkliche Hintergrund ist. Die Absagen an den Diesel mehren sich. Auch Fiat Chrysler will ab 2022 keinen Diesel mehr bauen. Hier sieht man eben halt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sprich zum Beispiel ein Urteil oder der Europäische Gerichtshof oder Vorgaben aus der EU vorhanden sind, dass die Unternehmen sich danach richten und jetzt eben halt ihre Investitionen in andere Bereiche lenken. Und ja, wenn man ein totes Pferd nicht weiter reiten und sprich weiterentwickeln will, müssen sich jetzt natürlich alle Firmen vom Diesel verabschieden, denn das Risiko, dass sie mit diesem die Vorgaben der EU nicht erreichen können, ist zu hoch, als dass es sich rentiert, hier noch weiter zu investieren. Also insofern keine Überraschung, aber ein Indiz dafür, dass über kurz oder lang der Diesel komplett vom Tisch verschwindet. Und ja, auch die Elektromobilität weiter vorankommt. Einen ganz interessanten Artikel zum Thema Fahrverbot habe ich bei electrif.net gefunden. Und zwar ist es ein ausführlicher Kommentar. Ich denke mal, du hast es schon mitbekommen, dass das Verwaltungsgericht in Leipzig die Möglichkeit eines Fahrverbots legalisiert hat. Also das heißt, es können Fahrverbote kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, zuerst habe ich mich riesig gefreut und dachte, super, jetzt ist das richtige Signal raus. Aber ich denke, wir sollten mal ein bisschen differenzierter betrachten. Wer zahlt eigentlich die Zeche? Und wer ist schuld an dem ganzen Dilemma? Und was bedeutet das eigentlich für die Elektromobilität? Im Moment ist es ja so, dass die Zeche derjenige zahlt, der noch einen Diesel fährt, der von Fahrverboten betroffen sein kann. Dazu muss man natürlich sagen, diese Angst vor Fahrverbot ist sehr nebulös. Ich kenne sie selber, ich habe ja meinen Seat Alhambra Diesel damals gut 2 Jahre alt verkauft, weil ich ihm das Risiko nicht eingehen wollte, dass ich nicht mehr in bestimmte Städte fahren kann, wenn ich da reinfahren muss. Insofern, ich kenne diese Angst. Aber sie ist natürlich auch sehr fiktiv oder sagen wir mal so schwer greifbar. Denn es geht ja nicht darum, dass man jetzt überhaupt nicht mehr in die Stadt fahren kann, sondern dass es eben halt an bestimmten Tagen auch relativ spontan dazu kommen kann, dass eben Fahrverbote ausgesprochen werden und man dann mit seinem Diesel nicht mehr reinfahren kann. Man kann dann nur noch bis zur Stadt bzw. Umweltzone oder diesem gesperrten Bereich fahren und dann nicht weiter. Das heißt aber, alle, die darauf angewiesen sind, dahin zu fahren und nicht zum Beispiel auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen können, die haben ein echtes Problem. Und das sind in der Regel Unternehmer oder eben ja, Angestellte, die einfach nicht ausweichen können. Das heißt, hier trifft es eigentlich den Falschen, nämlich denjenigen, der darauf vertraut hat, dass die Autoindustrie gesagt hat, der Diesel ist sauber, ihr braucht euch keine Gedanken machen, die Verbrauchsangaben sind immer besser geworden und plötzlich sitzt man jetzt sozusagen vor dem Scherbenhaufen. Auf der anderen Seite ist es so, dass, und da denke ich, brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, die Gesundheit des Menschen das höchste Gut ist und wir natürlich dafür sorgen müssen, dass die Gesundheit nicht beeinträchtigt wird. Und deswegen finde ich es gut, wenn die Luft in den Städten sauberer wird. Und was dreckige Luft bedeutet, kenne ich. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht persönlich. Es ist einfach nur meine Assoziation dazu. Denn ich war, als die Wende stattgefunden hat, in Berlin. Und dieser Zweitaktergeruch von den Trabis war dann doch eine ganz schön heftige Geruchsbelästigung. Insofern konnte man sehr gut merken, wie die Luft dadurch schlechter wird. Das nur einfach so als Beispiel. Wie gesagt, es ist wichtig, dass die Luft sauber ist. Das grundsätzliche Problem ist, dass die Städte jetzt hier relativ alleine gelassen werden. Und zwar von der Politik. Das heißt, von der Bundesregierung, um es mal konkreter zu sagen, denn das Problem ist ja, die Bundesregierung kuschelt die ganze Zeit noch mit den Autoherstellern. Es werden keine vernünftigen Lösungen gefunden, um das Problem, also die Ursache, zu beseitigen. Und die Städte müssen eben halt sehen, wie sie damit klarkommen. Selbst Kiel,
Da war ich wirklich überrascht, hat schlechte Luft, hat Zonen, in denen Fahrverbote drohen, steht an Platz 7 der dreckigsten Städte in Deutschland, obwohl wir hier direkt an der Küste sind. Oder nein, genau, weil wir direkt an der Küste sind. Denn das ist das Schizophrene durch die ganzen Kreuzfahrer, die im Kieler Hafen liegen und hier richtig dreckige Luft produzieren, ist die Luft in Kiel schlechter als so manche in Stadtluft im Inland. Also das heißt, hier haben wir mit ganz anderen Problemen zu kämpfen und natürlich kommt durch die Autos noch eine zusätzliche Belastung dazu, aber die Grundbelastung ist zum Beispiel von den Schiffen oder anderem Schwerlastverkehr. Also das heißt, hier haben wir das Problem, Kiel müsste eine wesentliche Hauptschlagader sperren, um den Fahrverboten Rechnung zu tragen. Und ja, wird komplett alleine gelassen. Das heißt, die Bundesregierung müsste mit den Autoherstellern, und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem Ursachenquell, nämlich die Autohersteller haben Autos gebaut, die dreckiger sind, als sie sein dürfen. Und die Grenzwerte, die allen Beteiligten bekannt waren und von der EU schon seit Jahren eingefordert werden, nicht einhalten. Und hier denke ich, ist es wichtig, dass ein Maßnahmenpaket aus verschiedenen Elementen geschnürt wird. Zum einen muss es für vorhandene Fahrzeuge, die zu dreckig sind, Hardware-Nachrüstungen geben. Das hatten wir schon vor kurzem in den News besprochen, dass es dort Hardware-Möglichkeiten gibt, Hardware-Lösungen, die dazu führen, dass die Autos wieder so sauber sind, dass sie weiterfahren können. Und zum anderen muss eben eine klare verkehrspolitische Aussage von der Bundesregierung getroffen werden, nämlich, dass man weg vom Diesel geht, hin zu den alternativen Antrieben, wie zum Beispiel Elektroautos und oder eben Hybriden bzw. Benzinern. Ich denke, dass Benziner auch nur eine Notlösung sind, weil sie sehr wahrscheinlich über kurz oder lang auch ein Schadstoffproblem bekommen. Ich sage nur, Partikelausstoß von Benzinern ist auch nicht ohne. Also das heißt, auch das wird langfristig keine Lösung sein. Also das heißt, wichtig ist, dass hier diejenigen, die nichts dafür können, nicht die Buhmänner sind, dass die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden und die Politik ihre Verantwortung übernimmt und hier die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft, damit es dann auch dazu kommt, dass hier eine vernünftige Verkehrswende stattfindet und dann auch das Luftqualitätsproblem sich auflöst. Die Meinung von dem Autor von electrify.net findet ihr in dem Artikel. Lest euch das mal in Ruhe durch. Ich freue mich natürlich auch über eure Einschätzung, wie ihr das seht. Ich habe, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, nämlich auch so, dass die Befürchtung, dass wenn wir jetzt als Elektroautofahrer uns zu sehr über das Urteil freuen und hier in die Öffentlichkeit gehen, dass wir dann übergebügelt werden, aus einem einfachen Grund. Wir sind ja diejenigen, die sozusagen davon profitieren, wenn wir in die Stadt fahren, die anderen dürfen es nicht. Und das schafft Neid, das führt dazu, dass man sich dann auf ein leichtes Opfer stürzt und die Lobby von der E-Auto, ja, von den E-Mobilisten ist nicht so groß wie die von den Autos mit Verbrennungsmotoren. Insofern denke ich, sollten wir uns hier lieber ein bisschen zurückhalten und uns im Stillen dafür beglückwünschen, dass wir das richtige Antriebskonzept fahren und immer daran denken, dass es, wie gesagt, die Falschen trifft, die dort nicht reinfahren können. Ja, soweit dazu. Heute mal ganz viel persönliche Meinung von mir. Ich denke, bei diesem Thema ist es wichtig. Ansonsten versuche ich ja hier nicht, mich so viel einzubringen und die News möglichst neutral, subjektiv, möglichst objektiv, meine ich natürlich, zu transportieren. Für alle Technik-Fans, Toyota kündigt neue Antriebe für seine alternative Antriebsplattform an. Schaut euch mal die Videos an, sie sind ganz interessant. Hier wird einiges Technisches erklärt. Deswegen habe ich euch den Beitrag hier mit reingepackt.
Sehr interessant fand ich den Bericht über London, und zwar der Stadtteil Wandsworth wird mit 709 Ladepunkten versorgt. Ich dachte erst, ich habe mich verlesen, das ist ja wirklich eine Riesensumme. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Elektrofahrzeuge von 2015 waren es 127, auf weit über 400 gestiegen sind, und alle 3 Monate nimmt die Zahl der E-Autos um 10% zu. Das heißt, bereits 2025 könnte es in diesem Stadtbezirk 10.000 Elektroautos geben. Und das ist natürlich eine richtig große Menge. Insofern sind die 709 Ladepunkte der richtige Schritt, der erste richtige Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer diese Ladepunkte liefern wird. Denn die Idee ist, in den vorhandenen Straßenlaternen die Lademöglichkeiten einzubauen. Und dort sind die Berliner, die ich einfach als halber einfach nur Ubi nenne, denn diesen Namen kann ich einfach nicht vernünftig aussprechen, schon aktiv. Und zwar sind sie in London, in anderen Stadtteilen aktiv, und vielleicht bieten sie diese Ladelösung an. Morgen in den News werde ich auch nochmal über das Thema Ladeinfrastruktur und deren Aufbau sprechen. Dort gibt es eine interne Analyse, die ich für euch parat habe. Es ist so, dass dort zum Beispiel auch ein Verhältnis von Ladestationen zu Elektroautos genannt wird, sodass dort ein gesundes Verhältnis ist und jeder immer die Möglichkeit hat, sein Elektroauto aufzuladen. Also sehr interessant, richtig viele Ladestationen für Elektroautos, weil die Bestände entsprechend steigen. Nur ganz kurz zur Info, der Jaguar I-Pace ist ja bereits vorgestellt worden, wenn du diese News siehst. Nein, er wird in einer Stunde vorgestellt, wenn du diese News siehst. Und deswegen für dich als Hintergrundinformation: Jaguar ist also auch dabei, das Ladenetz auszubauen. Nicht hier in Europa, sondern da, wo es notwendig ist. Denn in Europa gibt es ja die verschiedenen Ultra-Schnellladenetze, insgesamt 4 Stück an der Zahl. Sie investieren also einige Millionen in den Ladeinfrastrukturausbau in Australien. Für alle Drag Race-Fans noch ein Video, wo das Model X gegen ein Track Hawk im Drag Race antritt und seine Krone als schnellstes SUV dann auch verteidigt. Schaut euch das Video an, wenn ihr an solchen Dingen Spaß habt. In den Kommentaren war es ja auch schon die Diskussion. Es ist ja so, dass in Amerika Förderungen für Elektroautos bestehen, und zwar $7.500, allerdings nur bis zu 200.000 verkauften Autos. Tesla wird jetzt in Kürze diese Grenze erreichen. Über die Details handelt dieser Artikel hier bei Inside EVs. Wenn euch das interessiert, lest euch das mal in Ruhe durch. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, weil die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist und es ja uns nicht mittelbar bzw. unmittelbar betrifft. Soweit von den heutigen E-Auto-News. Ich freue mich, dass du dabei warst. Hinterlass mir gerne deine Kommentare, und falls du es noch nicht gemacht hast, abonniere den Kanal, stell die Benachrichtigung über die Glocke ein, sodass du die Nachricht bekommst, dass wieder ein neues Video von mir online ist. Jeden Tag um 18 Uhr. Heute, ich denke, ihr habt es gesehen, war die 100. Folge. Schön, dass ihr so lange mit dabei seid. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass ihr kommentiert, dass ihr mich unterstützt. Empfehlt den Kanal gerne weiter an eure Freunde, an Interessierte, die sich für das Thema Elektromobilität interessieren. Und wenn ihr Wünsche habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich gehe darauf ein. Vielleicht habt ihr gesehen, dass ich jetzt mir zum Beispiel einen Adblocker besorgt habe, sodass ihr nicht mehr so viel Werbung sehen müsst und die Seiten wieder besser lesbar sind. Das sind so kleine Anregungen, über die ich mich natürlich gerne freue. Wenn ihr Themenvorschläge habt, bringt sie mit ein. Ich gucke, dass ich das mit aufnehmen kann. Und insofern lasst uns gemeinsam diesen Kanal besser machen. Er lebt von euch, mit euch, für euch. Schön, dass ihr da seid. Wir sehen uns morgen. Bis dann, euer Dirk Henningsen.